Yo Leute, hallöchen und willkommen zu einem neuen Pokémon Horas Live Wi-Fi Battle. Heute spielen wir eine Runde Overuse gegen den Defy oder Defy RP, wie er auf Twitter heißt. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, ich habe mir wieder mein Team ein bisschen improvisiert, weil ich keine Teams aktuell habe. Deswegen muss ich die so ein bisschen improvisieren, aber naja, wird schon passen. Schauen wir mal, was mein Gegner hier so mitbringt. Er bringt hier mit ein Hooper Unbound, ein Metagross, Azumarill, Karpilz, Heatran und Rotom Wash. Das muss ich mir jetzt erstmal irgendwie aufschreiben, oder ich mache es lieber gleich. So, es dauert bei mir ein bisschen lang mit dem Aufschreiben. Heatran, Karpilz, ah, ich schaff das. Rotom und Azumarill. So, womit kann ich denn gegen ihn leaden? Ich habe dabei mein Glurak Y, mein Staloboar, mein Demeteros T, mein Rotom Wash, mein Sneebuna und mein Terrakium. Ja, ist jetzt die Frage, womit kann ich denn leaden? Ich denke, dass er mit Rotom leaden wird. Ich sehe gerade, dass Rotom ziemlich gut gegen mein Team ist, mit Ausnahme von Glurak. Und deswegen werde ich auch einfach mal mit meinem Glurak leaden. Mal schauen, ob das worth ist oder nicht. Wir werden sehen, Leute. So, Verbindungsaufbau, er überlegt noch. Bin gespannt. Also wie gesagt, das Team ist jetzt sehr kurzweilig zusammengestellt, beziehungsweise gerade eben kurz vor der Aufnahme. Und ich werde mich jetzt am Wochenende mal daran setzen, dass ich mir wieder gescheite Teams zusammenbastle, die ich dann auf Vorrat habe quasi und dann nur noch auswählen muss und dann kann ich damit aufnehmen. Ich werde mal schauen, was sich da so zusammenstellen lässt. Aber gut, soll ja hier in erster Linie vor allem um den Spaß gehen und ich hoffe, dass das hier gegeben sein wird. So, der Kampf beginnt auf jeden Fall. Viel Erfolg, beziehungsweise viel Spaß, Defy. Und ja, schauen wir mal, womit er liegen wird. Er liegt mit Rotom, perfekt. Ah, schön, den Lied vorausgesagt. Klappt bei mir sehr selten. Bin froh, dass das funktioniert hat. Gut, ich glaube, Glurak ist tatsächlich meine Win-Condition gegen das Ding. Naja, ich mega mich jetzt einfach mal und er kann drinbleiben und auf Voltswitch gehen oder er switcht raus. Das Ding ist, in was würde er dann gehen? So einen richtig geilen Switch hat er nicht. Wahrscheinlich wäre es Heatran, aber Heatran kann nicht so viel gegen mich machen und ich habe Fokusstoß im Set. Deswegen, ich gehe einfach mal safe auf Solarstrahl. Und er switcht raus, okay. Jetzt kommt wahrscheinlich Heatran rein. Ja, Heatran kommt rein. Ist aber nicht weiter schlimm, er kann mich rausbrüllen, er kann meinetwegen sogar Tarnsteine legen. Ich kann erstmal jetzt hier den Luftballon kaputt machen, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Es sei natürlich, er spielt Antikraft im Set, aber das will ich jetzt einfach mal bezweifeln. Aber gut, erstmal scheint die Sonne natürlich, Solarstrahl kommt jetzt und dann können wir dem Heatran schon mal den Luftballon zerplatzen lassen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich liebe Shiny Mega Glurak Y, das ist eines der schönsten Shiny Pokémon, die es überhaupt gibt. So, nicht sehr effektiv, ist egal, der Ballon soll platzen. Gut, oder habe ich einen Safe-Switch in das Ding? Eigentlich nicht. Okay, deswegen machen wir einfach mal einen Fokusstoß. Hoffentlich treffen wir, dann können wir sehr, sehr guten Damage an Heatran hinterlassen. Es vielleicht nicht killen, das glaube ich nicht, weil das Ding halt meistens speziell defensiv gespielt wird. Aber wir können sehr guten Damage machen und das ist das, was ich sehen möchte. Kill wäre natürlich noch richtig cool, aber nun ja, er pullt einen Double Switch. Vielleicht hat er gedacht, ich habe keinen Fokusstoß im Set. Er geht auf jeden Fall in Karpilz und das wird Karpilz nicht gut tun. Wenn der jetzt trifft, komm schon, triff! Nein, es geht daneben. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Warum geht das daneben? Okay, ich muss jetzt irgendwas switchen und ich denke, das wird mal ein Demeteros sein. Dann kann ich noch einen Bedroher rausholen, weil jetzt kommt auf jeden Fall eine Pilzspur. Er wird einen Fokus-Sash haben, ziemlich sicher. Ja, oder bleibe ich drin und gehe auf Feuersturm? Und danach in Demeteros, weil dann kann ich mir das Momentum rausholen. Ich glaube, es wäre sogar besser. Okay, dann gehe ich jetzt auf Flammenwurf. Habe ich im Set. Nicht Feuersturm, Flammenwurf. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Wäre der Fokusstoß jetzt nicht daneben gegangen, ne? Hätte ich das Karpilz auf jeden Fall schon mal rausnehmen können oder zumindest an irgendwas schon mal guten Damage machen können. Ist ärgerlich, aber naja, ist halt Fokusschuss. Scarf Karpilz mit Donnerschlag. Und einem Crit. Was ist gerade passiert? Scarfed Karpilz mit Donnerschlag. Wäre ich in Demeteros gegangen. Was ist gerade passiert? Da ist meine Win Condition übrigens weg gegen Rotom, großartig. Scarfed, was? Ich will nachkalken, ob das gemeldet hat, der Crit.
Es würde mich nämlich nicht mal wundern. Warte, Charizard. Das interessiert mich jetzt einfach gerade. Charizard, 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 Charizard. Wo bist du? Da. Lurak. Y. Breloom. Thunderpunch. Ich wusste nicht, was das Ding überhaupt Thunderpunch lernen kann. Ja, der Crit hat gemeldet. Oh, ist das eklig. Der Crit hat gemeldet. Okay. Ja, ich hatte einen Spinner dabei. Hooper, Metagross. Er hat keinen Spinner. Okay, dann hole ich meine Tarnschein raus. Oh, Mann. Was eine unglückliche Runde. Aber na gut. Na gut. So, da ist Azumarill. Ich bin dazu geneigt, drin zu bleiben, weil die Sonne scheint. Wasserdüse wird nicht so viel Damage machen. Die Frage ist, gehe ich auf U-Turn oder auf Abschlag? Für den Fall, dass er eine Citrobeere hat. Ja, wobei ich habe noch Rotom. Rotom outspeedelt das Ding und alles. Ich denke, ich gehe auf U-Turn. Oder direkt auf Erdbeben. Kann ich auch machen. Ja, ich weiß, wenn auf Kaskade geht, ist mir das zu riskant. Ich gehe auf Kehrtwende. Gut, er bleibt drin. Ich hoffe, wenn jetzt Bauchtrommel kommt, könnte es risky werden. Aber mal schauen. Oh, das Glurak weg ist, ist unfassbar ärgerlich. Unfassbar ärgerlich. So, los, Rotom. Show your moves. Und er geht auf Abschlag. Okay, damit ist meine Marombeere weg. Das ist extrem ungünstig. Und mein Sonnenlicht ist schon weg. Das ist auch nicht schön. So, ich sehe. Kein Boden-Pokémon, das bedeutet, ich kann hier ziemlich safe auf Voltwechsel gehen. Er wird wahrscheinlich jetzt in Heatran gehen, nehme ich an. Er bleibt drin! Oh, dieses Match geht überhaupt nicht gut aus. Dieses Match geht nicht gut aus. Ich hätte auf Will-O-Wisp gehen können. Das ist nämlich ein speziell defensives Rotom hier. Ja, dann gehe ich jetzt trotzdem in Demeteros, weil ich will den mit Roar rauskriegen. Ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht geht er jetzt auch auf Knuddler. Das wäre sogar noch ganz okay. Er geht auf Knuddler, okay. Und das trifft. Natürlich trifft das. Macht nicht viel Damage. Ich bekomme den Angriffsdrop. Das kann doch nicht wahr sein! Alter, was passiert denn hier? Ich bekomme auch noch den Angriffsdrop. Oh, Mann. Erdbeben wird jetzt wahrscheinlich nicht reichen, deswegen. Aber was habe ich für Optionen? Eigentlich keine. Ich gehe auf Erdbeben. Vielleicht pullt er jetzt ein Double, weil er Rotom predicted. Aber ich kann auch auf Kehrtwende gehen. Er geht wirklich raus, okay? Geht er in sein eigenes Rotom? Er geht in Heatran! Er geht in Heatran! Ja! Ja! Der Luftballon ist weg. Glurak hat noch was getan, bevor es verreckt ist. Erdbeben. Oh Gott, ich bin unfassbar froh, dass ich auf Erdbeben gegangen bin. So, Heatran ist weg. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir bekommen noch ein bisschen Lefty Recovery. Oh, meine Fresse. Das könnte ein sehr epischer Kampf werden, habe ich das Gefühl. So, was macht mein Gegner? Er holt Rotom rein, okay. Ich weiß gerade nicht, ob ich schneller bin als Rotom. Das muss ich auch mal eben nachschauen. Rotom. Rotom Wash. Und weil Landorus ist ziemlich schnell eigentlich, also relativ schnell. Auch defensiv. Ich müsste schneller sein, wenn er jetzt nicht gerade scarfed ist oder so. Also gehe ich auf Kehrtwende. Wenn ich jetzt geburnt werde, ne? Okay. Kehrtwende kommt durch und kann Chip Damage an diesem Rotor machen. Und bekomme Safe Switch. So, und jetzt die Frage, in was ich gehe. Und da Glurak weg ist, ist meine einzige Option eigentlich tatsächlich. Ja, ich könnte in Excadrill gehen, aber er ist höchstwahrscheinlich auf Hydro-Pumpe oder Irrlicht gegangen, deswegen muss ich in meinen Rotom gehen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich diesen Kampf gegen dieses gegnerische Rotom verlieren. Ja, da kommt das Irrlicht. Stalobor hat halt den Vorteil, mit Überbrückung kann ich Erdbeben einsetzen und das Rotom ist down. Und er hat nicht wirklich einen Switch-In in mein Stalobor. Also ist es wichtig, dass ich Stalobor hier safe reinbekomme. So, jetzt kann ich predicten, ob er raus switcht. Und egal, was er switchen würde, Irrlicht wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Und wenn er mich jetzt killen möchte, kann er das meinetwegen machen. Es wird mich nicht stören. Und ich wünsche mir gerade so sehr, dass ich hier einen Pain-Split-Rotom hätte. Weil ohne Marombeere ist so ein Resto-Chesto-Set nicht ganz so cool, muss ich gestehen. Aber gut, sehen wir mal.
Aber diese Scarf-Kapilz, ne, mit Donnerschlag und dann noch der Crit, der gemeldet hat, das war so heftig. Ah. Naja, okay, er switcht raus. In Kapilz. Okay, Kapilz wird geburnt. Das ist sehr gut. Hoffentlich. Billig trifft, sehr schön. Okay, du bist gescarft. Ich kann aber hier an dieser Stelle eigentlich sehr gut in Demeteros gehen. Und dann kann ich wieder auf Kehrtwende gehen. Mit Voltswitch hier raus geht nicht. Er ist gescarft, wie gesagt. Ich würde mir Rotom gerne noch als Death-Feuer dann aufsparen. Also switche ich in meinen Demeteros. Vielleicht möchte er sein Kapilz jetzt auch irgendwie einfach drin lassen und opfern, weil, ja, ein verbrannter physischer Sweeper ist so ein Ding. Unsere Rotoms stehen uns gerade gegenseitig ziemlich im Weg, muss ich sagen. Okay, da kommt Demeteros. Ich glaube, er bleibt drin. Und er geht auf Samenbomben. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das macht einfach keinen Damage. Burn, Bedroher, no Damage. No Damage at all. So, ich glaube, ich gehe tatsächlich hier jetzt gar auch direkt wieder auf Erdbeben, weil egal... Ne, wobei er keine Rotom gehen. Das hat ja keine Überbrückung, mein Demeteros. Also gehe ich auf... Warte, was habe ich für einen Switch, wenn er jetzt weiter in Samenbomben, auf Samenbomben geht? Eigentlich habe ich dann Staloboy eventuell als Switch. Oder gehe ich auf Abschlag? Abschlag kann ich auch machen. Ne, dann würde ich ihm ja wieder seine Move-Vielfalt zurückgeben. Ich gehe mal auf U-Turn. Okay, und der switcht raus, sehr, sehr gut. Das bedeutet, ich komme wieder auf jeden Fall das Momentum zurück. Und das gefällt mir sehr. So, da kommt der Zumarill. Ist gar kein Problem. Kehrtwende kommt und ich kriege einen perfekten Switch in mein Rotom. Und ich denke nicht, dass... oh, das ist sogar schon im roten Bereich. Dass das der Zumarill mich schon killen kann. Das bedeutet nämlich, dass ich nochmal einen Voltwechsel raushauen kann. Und ja, es bedeutet, entweder kill ich jetzt das Azumarill oder ich bekomme Switch Advantage. Obwohl mit dem Burn, ja, ich bin nicht physisch defensiv, das könnte eine Wasserdüse vielleicht doch reichen. Egal, egal. So, okay, er geht nicht mal auf Wasserdüse, sehr schön. Voltwechsel kommt, Azumarill verabschiedet sich. Und ja, perfekt. So, mein Rotom kommt zurück und jetzt muss ich mich entscheiden, was hol ich rein. Ich würde tatsächlich sagen, soll ich Staloboar reinholen? Oder, warte, Nightshroud ist mein Dingens, mein Weavile. Weavile wäre tatsächlich gar nicht so übel. Aber dann hat er wieder einen Safe-Switch in sein Rotom. Aber ist nicht schlimm, dann kann ich meinen Rotom eben opfern und, ja, okay. Ich gehe in mein Snibuna. Alles cool. So, Snibuna, Hallöchen. Ich weiß gerade leider gar nicht, welchen Typus Hooper Unbound hat. Ich kann die nie auseinanderhalten. Ich meine eben Hooper Unbound. So, das würde mich gerade mal interessieren, ob das Unlicht Psycho ist oder Geist Unlicht. Gott, schau mal. Warum wir das denn? Okay, dann halt nur. Okay. Hooper. Okay, und da geht in Rotom. Und ich werde jetzt hier meinen Rotom opfern. Der Kampf wird sehr spannend, habe ich das Gefühl. Finde ich schön. Ich habe letztes Jahr echt nur spannende Kämpfe. Das finde ich geil. Okay, das normale Hooper ist Ghost Psychic. Okay, der geht nochmal auf Irrlicht. Sehr schön. Vielleicht gebe ich sogar nochmal einen Speedtime. Kann noch einen Burn rausholen. Und das andere ist Dark Psychic. Okay, schade. Dann macht Abschlag von Weavile nämlich nur normalen Schaden. Aber ist nicht schlimm. So. Voltwechsel? Nee, Voltwechsel macht keinen Sinn. Ich gehe auf Irrlicht. Obwohl, er könnte den Kapilz geben, dann bin ich einfach tot. Dann wäre ich einfach tot. Will er drin bleiben? Ach, ich gehe auf Hydro-Pumpe, was soll's. Was soll's? Er bleibt drin. Ich outspeede sogar nochmal. Kann nochmal ein bisschen Damage an dem Rotom machen. Joa, ist in Ordnung. Und jetzt geht er auf Donnerblitz und mein Rotom wird gekillt. Aber das ist in Ordnung, denn genau das wollte ich ja, damit ich jetzt einen Safe-Switch in mein Staloboar bekomme. Und dann kann ich auf Erdbeben gehen. Relativ safe sogar, denn sein einziger Switch wäre dann Kapilz, so wirklich. Und ja, dafür habe ich dann wieder mein Demeteros. Ich glaube auch, dass die Rocks mir hier relativ hilfreich sein werden. So, würde ich sagen, Erdbeben go. Ich könnte jetzt auch hier auf Eisenschädel gehen und den Kapilz-Switch predikten, aber mein Gott, wozu? Erdbeben tut schon seinen Zweck. Vielleicht vergisst er auch die Überbrückung. Das wäre sehr, sehr cool. Aber glaube ich nicht. Ja, Rotom wird mir noch ein Problem, denke ich. Okay, er switcht raus, hat an die Überbrückung gedacht, schade.
und geht natürlich in Kapilz. So, was wird mit dem Burn und Tarnstein? Wird das schon ganz guten Damage bekommen? Denke schon. Weiß aber nicht, ob es reicht. So, Erdbeben kommt erstmal. So, bam! Reicht leider nicht. Aber ich kann in die Meteoros gehen und dann kann ich das Kapilz am Burn krepieren lassen. Und das freut mich sehr. Ich möchte jetzt hier nicht, dass mein Staloboar von diesem Scarfed Kapilz angegriffen wird. Deswegen switche ich raus und mein DS wird rot. Wir sollten diesen Kampf schnell hinter uns bringen. So. Komm raus, Gaia. Ich glaube, er bleibt wieder drin, weil ich vor ihm rausgeswitcht bin. Und er geht auf Kraftkoloss. Alter, dieses Kapilz, ne? Dieses Set ist so krass. Macht wieder mal keinen Damage wegen Burn und ach, Bedroher ist es wunderschön anzusehen. So. Also, überlebst du den Burn noch? Ich glaube nicht. Das bedeutet nämlich, dass du jetzt gleich wahrscheinlich wieder Rotom reinhörst und das finde ich tatsächlich relativ. Und du überlebst den Burn noch? Okay, nevermind. Nevermind. Dann gehe ich jetzt auf Abschlag und kann das Kapilz auf jeden Fall rausnehmen. Er bleibt auf dem Kraftkoloss. Hätte ich jetzt einen SD-Demeteros, wäre das ziemlich cool. Aber leider habe ich keinen SD-Demeteros hier. Sondern ein defensives. So, warte. Kapilz ist weg. Dann hat er noch Hooper, Metagross und Rotom. Und Hooper und Metagross haben sie noch nicht einmal gezeigt. Und er, da haben wir es doch gesehen, das war auf jeden Fall ein Waldschall. Krasser Scheiß, dass ich sowas mal sehe. Scarfed Breloom. Man hat Legenden und Gerüchte gehört, aber dass ich sie tatsächlich mal sehen sollte. Krass. Ach ja, so. Und da ist Rotom. Und ich bin dazu geneigt, mich jetzt hier einfach verbrennen zu lassen. Aber wobei, Demeteros ist eigentlich total wichtig. Aber ich habe nichts anderes, was ich verbrennen lassen möchte. Nightshroud und Bulldozer und Knuckles sind auch noch relativ wichtig. Ich gehe auf Abschlag. Oder gehe ich auf Kehrtwende? Nee. Nee, ich gehe auf Abschlag. Ich gehe auf Abschlag. Vielleicht kriegen wir einen Crit. Und kein Crit. Schade. Überreste sind weg. Irrlicht trifft. Okay. Schade. Damit ist unser Demeteros dem Untergang geweiht. Aber wir können jetzt hier nochmal auf Abschlag gehen und an allem immer ein bisschen Damage machen. Wir könnten Hooper das Item wegschlagen. Wir können Rotom vor allem killen. Und ja, das freut mich auf jeden Fall. So, Abschlag, go! Ah, sehr schön. Abschlag kommt durch, er bleibt drin. Rotom geht damit also down. Seine letzten beiden Pokémon sind Mega-Meter-Groß. Also, wahrscheinlich Mega-Meter-Groß. Und Hooper. Ah, ich denke, es ist jetzt hier so der Zeitpunkt gekommen, wo ich Demeteros irgendwie down gehen lassen muss. Völlig egal, was jetzt reinkommt. Wenn er in Hooper geht, kann ich auf U-Turn gehen. Das macht vierfach effektiven Schaden. Und Metagross kann ich einfach auf Erdbeben gehen. Der geht in Hooper. Ich weiß nicht, ob Hooper einen Move hat, um mich zu killen. Aber ich denke, ich weiß gar nicht, ob Hooper schneller ist. Ich gehe auf Kehrtwende auf jeden Fall. Hooper anbaut. Das ist ja auch so ein Pokémon. Die Leute sind sehr zwiegespalten. Ich persönlich finde es tatsächlich. Ich finde Hooper eigentlich relativ cool. Aber ich finde es. Ich find's kacke, wie es im Film ist, weil es ja irgendwie alle Legis beschwören kann und so ein Zeug. Ja, das ist komisch. So, er geht auf Finsterbrett, ist also speziell und nimmt damit meinen Demeteros raus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Hooper findet, das normale und das Anbau-Ding. Ich finde es auf jeden Fall beide ganz interessant. Okay, wir haben Live-Up auch gesehen, glaube ich. Ich könnte in. Ich weiß gar nicht, warte mal, wer ist schnell? Eigentlich müssten alle meine Pokémon schnell genug sein. Ich will jetzt nicht nachkalken, ob ein Angriff reicht von irgendwem. Meine Pokémon dürften alle schnell genug sein, um es zu outspeeden. Ich würde mir Weavile gerne noch aufsparen, weil ich glaube, dass Weavile in der Lage sein sollte, Metagross zu outspeeden. Deswegen, ich gehe mal in Knuckles und gehe einfach auf Erdbeben. Weil, also ich weiß nicht, ob ich outspeede. Aber wenn ja, kann ich guten Damage machen. Und wenn nicht, dann kann ich Metagross auf jeden Fall hart ankratzen, wenn ich sogar killen. Das wäre ziemlich cool. Ich glaube aber, Hooper Anmod ist gar nicht so schnell. Ja, wir outspeeden, Erdbeben kommt durch. Ich weiß nicht, ob es reicht. Es reicht, Volltreffer, yeah! Da kommt der Crit zurück. Keine Ahnung, ob der gemeldet hat, das ist mir auch egal, das ist auf jeden Fall verdient. Ja, sehr gut, wir konnten das Super noch besiegen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist das Match sogar fast gelaufen. Allerdings, ich weiß nicht, wobei, ich habe keinen Fokus-Sash, keinen Fokus-Sash Weavile. Wenn er Bullet Punch drauf spielt, könnte er das sogar noch gewinnen. Also wir sollten nicht so voreilig sein. Jetzt kommt auf jeden Fall Erdbeben. Der Metagross Need aktiviert sich. Metagross hat hier jetzt auch das erste Mal das Spielfeld betreten. Unfassbar. So, Mega Metagross, die Zerstörungsmaschine. Und er geht... Wir outspeeden? Ach stimmt, weil die Init ja erst danach berechnet wird. Perfekt. Perfekt. Wir können sehr, sehr guten Damage machen. Er geht auf Sternenhieb. Hat er einen Switch predicted? Oder wollte er irgendwie einfach nur den Boost haben? Er kann sein, dass er nur den Boost haben will.
Und er bekommt den Boost nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er wird uns jetzt outspeeden, aber wie gesagt, jeder Patronenhieb? Er denkt, glaube ich, dass wir Scarf... Nee, er kann gar nicht denken, dass wir Scarf sind, da war ein Luftballon. Warum geht er auf Patronenhieb? Mega Meter Gross wird uns auf jeden Fall outspeedet. Ich denke, er war verwirrt, weil ich ihn vorher outspeedet habe und hat nicht daran gedacht, dass die Init erst danach berechnet wird. War ein sehr, sehr komisches Ende jetzt. Wenn du das Video siehst, der Fall, kannst du gerne in die Kommentare schreiben, was du dir jetzt beim letzten Zug gedacht hast. Aber wie dem auch sei, wir gewinnen damit 13-0 gegen Defy und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr interessantes Match. Scarf Breloom mit Donnerschlag war sehr, sehr nett zu sehen, muss ich wirklich sagen. Hat ja auch definitiv seinen Zweck erfüllt und ja, das war's dann auf jeden Fall mit dem heutigen Oras Wi-Fi Battle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Nochmal GG an Defy, vielen Dank, dass du ja, hier mit mir gekämpft hast und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und falls ihr auch gegen mich kämpfen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist der Link zu meiner Twitter-Page, da kläre ich immer die ganzen Kämpfe ab. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut raus, ciao!